hier mal ein kleines Video, wo ich hier zeigen kann, meine Ausrüstung für meine zukünftigen Animationen. Von alt bis neu. Kinder sagt es manuell, wie hier, Bleistifte in allen Farben, schaut euch das an. Die Bernsteine, die besten. Das sind die besten Leute. Kann man das vielleicht ein bisschen sehen? Ja, falsch herum ist das, ne? Naja. Und hier natürlich die für Mangas immer benutzt wurde. Kobik, genau. Leider die Chiao. Ich wusste nicht, dass die anderen besser wären, aber die sind eh die gleichen, also macht das nichts. Und hier natürlich für Millimeterstift und Federhalter. Und spezielle Federhalter. Weil da gehen alle rein, ne? Da gehen alle rein. Sieht man ja, ne? Zwei verschiedene Schlitze hat das. Kommt echt gut an. Sie hat den Rest. So, manuell ist das hier. Und damit jetzt alles passt, ja. Habe ich hier dicht. Wacom Stifte. Tada. Natürlich kann ich damit zeichnen auf den Computer. So, zeig mir was. Alter, also. Ohne Batterie, schaut her. Ohne Batterie. So. Oder bin ich drauf gekommen? Das ist etwas schwieriger. Viel schwieriger finde ich das zu zeichnen mit den PC zu zeichnen. Aber um Videospiele auch mal zu machen, da seht ihr es ja. A-Sport. Nein, mit dem Stift ist das ja nicht ganz so einfach. Mit dem Maus ist es vielleicht etwas einfacher. So, übe ich mal ein bisschen für euch. Ja, es ist hier viel einfacher mit. Mit normalen Stift, das mit Maus zu zeichnen, mit Grafik ist das einfacher, schwieriger. Mit Maus ist halt einfacher, das würde ich sagen. Okay. Da muss ich mal schauen, wie die zweite Spiel dann funktionieren. Ne? Mit Stift ist das schon schwieriger. Probiere ich doch mal doch lieber mal die Maus. Einen kleinen Moment. So, durch das mal hier ein bisschen Außenweg. Gaming Maus. Macht das aus. Ja, mit Rücktritte, ne? Ist dann einfacher. Okay, dann ist das ja dann doch einfacher, ne? Ich das mit beiden Händen machen. Ah. Okay, schau ich mal, ob das funktioniert.
Seht ihr überhaupt was? Ja, so klein ist das. Mach ich doch mal näher dran. Okay, wieder Steuerung Z, das habe ich ja mit meiner Maus kombiniert. Nicht mit meiner Maus, mit meinem Stift habe ich den Befehl einfach kombiniert. So muss ich immer auf der Tastatur immer STRG und Z gedrückt halten mit meinem Stift einfach da drauf drücken. Und das war's. Ist einfacher mit den Stiften natürlich, wenn man zurück will. Am besten Kombination mit beiden. Haut, glaube ich, noch besser rein. Ah. So, schauen wir, was ich meine Übung gemacht habe. Ich habe schon vor heute geübt, aber ich habe das leider. Es ist ja die 3-Version. Damit kann ich ja speichern. Kann ich nicht speichern, meine ich. Schau, ist mit Maus doch einigermaßen viel einfacher. Ne? Schieben. Also ein bisschen rechts. Drücke mal drauf. Zu fixieren. Hoppla. Erase auf E. B wieder auf Brush. Okay. L für Line, ne? Ist dann, glaube ich, einfacher, das einfach zu ziehen. Aber man muss halt auch achten auf die Grafiken. So zu machen ist komplett falsch. So auch. So wäre das richtig. Weil da gibt es ein paar Regeln, die man beachten muss bei. Wie nennt man das nochmal? Sprite. Geschmache. Falsch gezeichnet. Und wieder falsch, natürlich. Ja, mit einer Hand kann ich da nicht beide Sachen benutzen. Wenn ich das mal streame, ich wollte das mal streamen. Dritter Fehler oder vierter Fehler. Ja. Sprite zu arbeiten. Verstehe ich nicht, warum man nie geschafft hat, Street Fighter oder King of Fighters, Fatal Fury zu besiegen in dieser Grafikstil. Na gut, sie können es halt, ne? Die anderen nicht. Ich kann es auch nicht. Okay, damit sage ich mal nur zum Zeigen, ne? Kann ich die Palette ändern? Wechseln? Durchsichtig. Tada. So, das war immer das. Leck mich am Arsch. Dann halt wieder mit meinen. Da komm bitte. So, und nochmal Zeichenprogramm. Auch umsetzt. Medi-Rank. Medi-Bank Paint. Okay, schau ich mal, ob ich da was zeichnen kann. Ich probier's. Und Schnitt anzuhören ist das schon mal geil. Ich hätte ihn ja ganz schwarz. Wenn das möglich wäre. Was ist für ein Shift? Ja, man sieht's ja, ich kann es zwar auch gar nicht gut. Oh. Was ich tue, erstmal das Löschen. Ich drücke auch falsch herum. Ich tue einen Stift falsch rein drin, Alter. Und es funktioniert trotzdem nicht. Ah.
Ah, jetzt geht's. Noch einmal. Scheiße. Ja, ich kann echt nicht gut in den Computer zeichnen. Aber Übung macht den Meister. So, 3D zeichnen. Dafür habe ich mir eigentlich das R gekauft. Ich hatte ja jetzt schon gesagt, das ist alles nichts. Darum muss es halt so sein. Kann ich damit zeichnen. Ich weiß aber nicht, wie das funktioniert. Muss ich jetzt mal... Ah ja, kann ich damit kritzeln. Geil. In 3D zeichnen. Natürlich darf er nicht fehlen. Achso, habe ich ja schon gezeigt. Animation, ne? Habe ich glaube ich nicht gezeigt, oder? Für Scannen, ne? Kann ich ja auch anders mal zeigen. Oh klar. So. Hallo? Scheiß Kopfprogramm. Sagt's. Scheiß drauf. Netz. Ah ja, zoomen wir mal, wie sieht der aus? Ha, wie machen wir das nochmal? Für außerhalb zeichnen bringt mir auch nichts. Kamera fixiert ja nichts, das ist ja nur ein Handy, das eh nichts kann. Ja, für Animation. Da sieht man hier die Frames da hinten. Da sind die Frames. Damit kann ich Anime machen, echten Anime. So, da sind halt die verschiedenen Arten, wie ich da was machen kann. Und ohne die habe ich auch, aber das brauche ich ja nicht zeigen. Ich zeichne ja nur die Materialien für die Zeichnungen. Also dann... Bis dann. Daumen hoch bitte. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.